Weiter geht's mit unseren Petitionsvorschlägen. Welcome mit ACTV. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Paragraph 3 SGB Römisch 8, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Es möge ein Absatz 4 eingefügt werden, wie folgt: Feststellung zum Inhalt, zur Verlängerung oder Einstellung einer Jugendhilfemaßnahme dürfen von keinem Leistungserbringer im Sinne des Absatz 2 erbracht werden, um eine von wirtschaftlichem Interesse unabhängige Unterstützung zu gewährleisten. Begründung: Der bisherige Gesetzestext. Die bisherige Konstellation, dass der Hilfeerbringer auch gleichzeitig die Maßnahme mitbestimmt durch seine Berichte, ist nicht unabhängig, da das eigene wirtschaftliche Interesse mit der Maßnahme und dem Maßnahmenziel und damit mit dem Kindswohl konkurriert. Dies soll im Interesse von mehr Transparenz und Schutz des Kindes ausgeschalten werden, sodass eine unabhängige Bedarfserstellung von Personen, die sonst mit dem Fall nicht befasst sind, ermöglicht wird. Diese Änderung ist wichtig, weil ansonsten das wirtschaftliche Eigeninteresse dazu führen könnte, dass falsche Expertisen abgegeben werden. Das war's, die nächste Änderung im nächsten Video.